Erwin Angerer, FPÖ, ist am Wort. Es geht um eine Lösung im Zentralraum von Tirol. Schön, dass für die Tiroler, dass es hier eine Lösung gibt und dass man die Lokalbahn löst. Ein ähnliches Problem haben wir leider auch in Kärnten mit dem Lückenschluss zwischen Klagenfurt und Villach, was die baltisch-adriatische Achse betrifft. Jetzt die baltisch-adriatische Achse von der Ostsee bis zur Adria wird eine sehr wichtige transeuropäische Bahnstrecke werden, besser bekannt als die Kolbenbahn. Und es wird natürlich, und das ist ja auch positiv, viel Verkehr auf die Schiene kommen und auch natürlich ein überhöhter Güterverkehr hier stattfinden. Was nicht so positiv ist und vor allem für 200.000 Menschen im Zentralraum von Klagenfurt und Villach, also von Kärnten, ist, dass es keinen Lückenschluss und keine Lösung für diesen Bereich gibt. Da ist in den letzten Jahren leider überhaupt nichts weitergegangen. Jetzt hat sich dort eine Bürgerinitiative gegründet und am Montag hat es eine Zentralraumkonferenz gegeben, bei der einhellig und einstimmig mit allen anwesenden Parteien, also Parteienvertretern, es war auch Vertreter von der Grünen Fraktion dort, das ist natürlich von allen anderen, eine Resolution formuliert, die morgen medienöffentlich in einer Pressekonferenz von Landeshauptmann und von Landeshauptmann Kaiser, SPÖ, und von Landesrat Schuschnigg, ÖVP, unterzeichnet werden soll. Und dort, ich erspare Ihnen jetzt den Text dieser Resolution, wird wieder im Beisein von allen Abgeordneten, die dort halt hinkommen, unter Bürgerinitiative, ein entsprechender Text in dieser Resolution verabschiedet und soll dort medienwirksam unterschrieben werden. Jetzt wollten wir das unterstützen und haben einen entsprechenden Entschließungsantrag vorbereitet und den Text im Grunde fast eins zu eins in diesen Entschließungsantrag übernommen. Es waren leider die Regierungsparteien von Grün und ÖVP nicht bereit, mit auf diesen Antrag zu gehen. Die Sozialdemokraten und die Neos unterstützen den Antrag, was mich sehr freut. Und deshalb werde ich den einmal grundsätzlich einbringen. Die Abgeordneten Erwin Angerer, Magister Christian Racker, Magister Dr. Peter Oberrauner, Philipp Kucher, Klaus Köchel, Dr. Johannes Margreiter stellen folgenden Entschließungsantrag. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung und insbesondere die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie werden aufgefordert, ein Bekenntnis zum Neubau einer Güterverkehrsbahnstrecke zwischen Klagenfurt und Villach durch die Aufnahme in den nächsten Rahmenplan zur entsprechenden Sicherung der Finanzierung der weitgehenden Planung im Korridor Wörthersee Nord abzugeben. Ergänzend sind sofortige umfassende Lärmschutzmaßnahmen auf Bestandsstrecken nach WHO-Standards umzusetzen, inklusive Planung und Umsetzung der Knoten und Umfahrung von Klagenfurt und Villach auf Basis des bereits vorliegenden Variantenuntersuchungen. Also ich hoffe, dass vielleicht eine Zustimmung erteilt wird zu diesem Antrag. Wäre schade, wenn er abgelehnt wird, sonst wird wohl diese morgige Resolutionsunterfertigung und Pressekonferenz nichts weiteres bleiben als ein medienwirksames und öffentliches zur Schaustellen einer Bekundung, aber es wäre wichtig, dass es auch hier entsprechende Beschlüsse gibt im Nationalrat, damit das auch umgesetzt wird. Dankeschön. So, Erwin Angerer von der FPÖ, er kommt aus Kärnten und er fordert den Lückenschluss von Klagenfurt nach Villach. Es brauche hier eine Güterverkehrsstrecke.